Ich bin Thomas Sutter, Inhaber und Geschäftsführer von der Canray Interculture. Wir sind Spezialisten für alles, was mit der Interkulturalität zu tun hat, Kommunikation. Und da sind wir in der Schweiz wahrscheinlich die Größten, mit dem größten Angebot, mit der größten Anzahl an Experten. Wir bieten alles rund ums Thema an, also nicht nur Vorbereitung von Expats, die ins Ausland gehen, oder die umgekehrte Rolle für die Sensibilisierung der Ausländer für die Schweizer Kultur, sondern halt auch die ganze Geschichte von interkulturellen Genderfragen, was natürlich im Ausland sehr ein grosses Thema wird. Leadership in diesem Bereich, aber auch Teambildung. Dort ist es hauptsächlich die ganzen Multikulti-Teams, die wir in der Schweiz sehr viel haben. Das ist ein grosses Thema. Und sicher nicht zuletzt das ganze Wichtige. Nische ist die ganze Geschichte interkulturelle Verkaufstraining, was wir jetzt ja da gerade für die Firma Bayer dürfen machen. Sehr ein grosser Wert, den man auch effektiv sehr schnell auch gerade messen kann. Für die Firma Bayer ist es ideal, weil die Leute effektiv Werkzeuge bekommen, die sie gerade direkt umsetzen können. Also sie brauchen da keine Broschüren dazu, sie brauchen keine Unterlagen, sie nehmen das mit, was ihnen wichtig ist und können damit wirklich gerade bei den Kunden 1:1 auch ausprobieren, wie sie wirken gegenüber ihren Gesprächspartnern. Also was sehr wichtig ist, halt allgemein bei diesen Kulturen geht es darum, auch von der Distanz. Also es gibt Kulturen, die muss man näher kommen, also die haben das gern. Und es gibt Kulturen, die brauchen viel Abstand. Also das sind mal sicher grundsätzliche Fragen, dass man weiss, wie näher darf ich her bei der einen und wie näher darf ich her bei der anderen Kultur. Mein Name ist Peter Schulter, ich bin von der Firma Conray. Und als Spezialist für Russland, also Experte im Expertenpool für Russland. Es gibt natürlich relativ viele Klischees, die man hat über die Russen, sei es von Medieninformationen oder sei es auch von persönlichen Begegnungen, die sie haben mit diesen Leuten. Ein Punkt davon ist die offensichtliche Arroganz auftreten. Aber wenn man das dann irgendwie verknüpft mit der Situation und mit der Geschichte und mit der Kultur der Leute, merkt man, das ist einfach die erste Phase, die man hat bei den Russen.